zur Versammlung für die Freiheit. Ich erzähle euch jetzt, wer ist die Bewegung Leipzig? Die Bewegung Leipzig ist eine zeitlich begrenzte Gemeinschaft von Menschen, innerhalb der jeder und jede für sich selbst steht. Unabhängig, frei und einzigartig in seinem, ihren Wissen, Gedanken, Wünschen und Hoffnungen. Wir gehören zu keiner Gruppierung und keiner Partei. Unsere Telegram-Gruppe haben wir intuitiv Bewegung Leipzig genannt, da wir den Wunsch haben, aktiv zu werden und uns für eine solidarische, freiheitliche und gerechte Gesellschaft einsetzen wollen. Stillstand lähmt, Bewegung bringt Veränderung und einen neuen Blickwinkel. Wir sind die Organisatoren der Versammlungen und sehen uns in der Aufgabe, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen, zu verbinden und zu vereinen. Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass eine kontroverse Diskussion der Thematik in der Politik und den öffentlich-rechtlichen Medien bisher gefehlt hat. Darum sehen wir es als unsere bürgerliche Pflicht an, die Meinungsfreiheit zu fördern und der Politik mit unserer Präsenz ein Signal zu senden, dass wir Bürger auch noch da sind und in Entscheidungsprozesse mit Einfluss nehmen möchten. Die Bewegung Leipzig sind für uns alle Leipziger und Leipzigerinnen, die sich gemeinsam mit uns Organisatoren friedlich versammeln, die unseren Wunsch nach Veränderung teilen und die alle gemeinsam wirken, um diese Veränderung zum Wachsen zu bringen. Weitere Namensvorschläge waren Menschheitsfamilie Leipzig, da wir alle Menschen einladen möchten, ohne Ausgrenzung aufgrund von Herkunft, Alter, Geschlecht oder Nationalität. Wir distanzieren uns von jeglichem Rassismus und Sexismus, denn diese entstehen auf dem Nährboden von gedanklichen Schubladen. Da wir Menschen aber Individuen sind und jeder von uns einzigartig, sind Schubladen nur der verzweifelte Versuch unseres Verstandes zu kategorisieren, um eine Ordnung, ein Gedankenkonstrukt aufzubauen. Dieses gilt es zu hinterfragen und aufzulösen. Für die Gegenwart und die Zukunft wünschen wir uns eine freiheitliche, demokratische, friedliche Gesellschaft, die sich umweltverträglich und glücksfördernd für alle Menschen und andere Lebewesen, die diesen Planeten bewohnen, verhält. Dies kann nur funktionieren, indem der einzelne Mensch sich selbst erkennt und als Teil des großen Ganzen anerkennt. Wenn der Mensch wieder die Selbstverantwortung für sein Leben übernimmt, kann er seinen Platz in der Gemeinschaft finden. Wir kommen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und wir wünschen uns Veränderung. Für eine lebenswerte Zukunft in Gemeinschaft in einem freien Land. Hallo, ich bin Bettina. Ich möchte gerne meine Gedanken mit euch teilen, was mich bewegt. Ich halte es gleich nicht mehr aus. Die Informationen, die fluten mich, wie Hochwasser. Ich ersticke in Nachrichten, wie krank unsere Gesellschaften auf der Welt sind und die Natur selbst. Ich kann gar nicht so viel rauchen und trinken, um das alles zu verdrängen und zu ertränken. Ich kann nicht mehr schlafen, weil sich meine Gedanken im Kreise drehen. Aufrüstung geht immer weiter. Kriege werden stärker finanziert als Welthilfeprojekte. Der Coronavirus bringt so viele Menschen in Angst und Schockstarre. Es ist wie eine Enteignung der Gesundheit durch Bevormundung und Entmündigung. Vergiftung der Böden. Vergiftung der Böden, des Wassers und der Luft und dadurch des Lebens an sich. Flüchtlinge, mehr als 68 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht. Unmengen Satelliten strahlen auf und durch uns vom Himmel. Rassismus ruft die Menschen wieder auf die Straße.
Mord, Totschlag, Elend und hungernde Kinder. Spaltung, Lügen, Verschwörungen. Es gibt Situationen, wodurch großes Leid verursacht wird und Mensch behauptet, dass er fremdgesteuert war, weil eine innere Stimme zu ihm gesprochen hat. Hallo? Fremdsteuerung? Fremdbestimmung? Wie weit geht hier eigentlich die Katastrophe? Woher weiß ich denn noch, wer mit welcher Stimme hier unterwegs ist? Ich erinnere da an elektromagnetische Wellen, Photonen zur Informationsübertragung, 5G-Clouds, mit all dem unsere Gehirne interagieren. All das habe ich noch nie gewollt und habe bis jetzt immer versucht, das Beste daraus zu machen. Aber so kann ich nicht mehr leben, wenn ich zusehen muss, wie die ganze Welt kaputt gemacht wird. Können wir mal bitte die Welt anhalten und uns besinnen, was wir hier tun? Ich kann gar nicht alle Petitionen nachverfolgen und unterschreiben. Selbst wenn, ändert das was? So viele erlassene Gesetze und Änderungsanträge, auch zu den Kinderrechten, da soll den Eltern das Sorgerecht entzogen werden, wenn sie sich nicht an staatliche Maßnahmen halten. Es passiert einfach so. Dann ist es Gesetz und die Gerichte entscheiden. Mich und viele Menschen hier hat man dazu nicht gefragt. Zulassung von Umweltgiften, die unter anderem nachweislich das Bienensterben vorantreiben. Chemische Substanzen in allen möglichen Nahrungs- und Haushaltsmitteln. Medikamente mit schwer abbaubaren Substanzen, die unseren Stoffwechsel stören, ins Grundwasser gehen, bis in die Ozeane. Plastemüll überall. Verbot von Heilpflanzen. Abholzung der Regenwälder, Brandrodungen, um Profite zu erzielen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Wirtschaftswachstum auf Kosten natürlicher Lebensräume. Banken, die mit unserem Geld Kriege unterstützen. Aufrüstung und Verkauf von Kriegszeug, um anderen Menschen das Leben zu zerstören. Digitalisierung und Datenverkauf für Werbung und Manipulation. Kontrolle und Falschinformationen, um uns in Angst und Hilflosigkeit zu versetzen. Jetzt wird auch noch über die Abschaffung der Heilpraktiker diskutiert. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter stehen vor Existenzängsten und sind schon arbeitslos. Kunst, Musik und Spielen findet zurzeit hauptsächlich vor dem Bildschirm statt, wobei dann die Wahrnehmung verschwimmt, ob es ein Spiel ist, ein Fernsehfilm oder das wirkliche Leben selbst. Leute, ich will das nicht mehr, ich habe das so satt. Ich habe keine Angst vor Krankheit und Tod, aber ich liebe das Leben und unseren Planeten Erde mit all ihrer Schönheit, die ich gern genießen möchte. Ich würde so gern meiner Berufung folgen, dem Ruf meiner Potenziale für ein harmonisches Leben in Einklang mit den heiligen Gesetzen. Meine Begeisterung für Hobbys, mich körperlich zu bewegen, Kunst, Musik und Humor zu erleben. Aber was kann ich tun? Was können wir tun? Der Gedanke, macht kaputt, was euch kaputt macht, taucht immer wieder auf. Aber wie kann ich das friedlich tun? Zählt meine Meinung und Lebenseinstellung überhaupt noch? In der jetzigen Situation scheint nicht mal mehr beten zu helfen. Wo stehen wir gerade? Macht es Sinn, sich allem zu entziehen? Ich will dieses Spiel der Zerstörung des Lebens nicht mehr mitspielen. Ich setze keine Maske mehr auf und umarme die Menschen, die ich lieb habe, wenn sie das auch wollen. Ich nutze keine Corona-App und bitte alle, die das tun, mich von ihrer Handy-Kontaktliste zu löschen. Ich kaufe schon lange meistens im Regionalwaren unverpackt, Fairtrade, Secondhand und Bioladen sowie im Sozialkaufhaus ein, was mich fast mein ganzes erarbeitetes Geld kostet. Egal, dann überlebe ich wenigstens und richte nicht noch größeren Schaden an. Ich fahre Fahrrad.
Ich fahre Fahrrad, weil ich mir ein umweltfreundliches Auto nicht leisten kann. Ich mache halt auch keine Weltreisen. Ich ziehe mich zurück. Aber Freude habe ich daran nicht. Mir fehlt die Lebendigkeit. Verweigern wir uns alle der Zerstörung des natürlichen Lebens. Ignorieren wir Konzerne und kaufen nicht mehr dort ein. Geben wir nicht mehr deren unser kostbar erarbeitetes Geld. Gehen wir einfach den Weg der Menschlichkeit. Fördern wir Nachbarschaftshilfen, Tante-Emma-Läden und die kleinen Handwerker, die es noch verstehen, mit Liebe ihre Arbeit zu meistern. Und machen uns unabhängig von einem korrupten System, das uns kaputt macht. Wo bleibt die Hoffnung? Ich kann neue Energie tanken, wenn ich in Kinderaugen schaue, die noch ein Funkeln des Lebens für die Zukunft in sich tragen. Wenn ich Menschen umarme und ihren Herzschlag spüre. Wenn ich den Tieren im Wald zuschaue, die Pflanzen rieche und jeden Morgen wieder die Sonne aufgeht. Dafür will ich mich einsetzen, dass ökologische Konzepte und menschenfreundliche Lebensräume ein attraktives Leben fördern und wir vor Freude tanzen wollen. Daher nehme ich die Kraft, um meine Stimme zu erheben und lade euch ein, gemeinsam ein Lied aus dem Herzen zu singen. Ja, lasst uns singen und ermutigt alle wieder zu singen, auch wenn die Corona-Fürsten das Singen auch in den Kindereinrichtungen verboten haben. Singen befreit, singen ist Schwingung, Schwingung ist Bewusstsein. Und lasst uns heute besonders am 20.06., dem Weltflüchtlingstag, für alle Menschen auf der Flucht singen. In meiner Kindheit bekam ich zufällig das Lied zu Ohren, ein bisschen Friede, was mir direkt aus der Seele sprach. Was habe ich als Kind schon den Weltschmerz geweint und nicht verstanden, warum das die Erwachsenen so machen. Jetzt bin ich selbst erwachsen, weine immer noch, aber ich habe etwas verstanden und lasse es nicht mehr zu, dass das Dunkle siegen könnte, und nehme den Beginn des Sturmes wahr. Ihr habt Texte bekommen und ich freue mich über jeden, der jetzt kräftig mitsingt. Das ist auch eine Kindheitserinnerung und genau, wir haben uns schon drauf gefreut. Wie eine Blume im Winterbeginn, so wie ein Feuer im eisigen Wind. Wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden
Frieden lebt. Vielen lieben Dank. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bin Claudia. Ich arbeite als Musikerin, Coach und Seminarleiterin. Ich beginne meine Rede heute mit einer guten Nachricht. Die Corona-Pandemie ist zu Ende. Woher weiß ich das? Es gibt immer länger werdende Listen von Ärzten und Ärztinnen, Virologen, Immunologinnen und vielen mehr, die aufgrund der Zahlen zu diesem Ergebnis kommen. Viele Namen sind uns mittlerweile bekannt und es kommen immer neue hinzu. Man findet sie zum Beispiel unter Ärzte für Aufklärung, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. Und es gibt auch eine fantastische Linksammlung unter kurzelinks.de Corona-Studien. Hier finden sich viele wichtige Artikel, die ich leider in den Mainstream-Medien oft noch vermisse. Und man kann die aktuellen Zahlen auch ganz einfach online einsehen beim RKI. Auch die Massenveranstaltungen der letzten Wochen und Monate zeigen, dass die Infektionsgefahr so hoch wohl nicht mehr sein kann. Da gab es Demonstrationen zu verschiedensten Themen, die großen Demonstrationen für Grundrechte in Stuttgart und an anderen Orten, sowie die Demonstrationen zu Black Lives Matter, bei denen 10 oder 20 Tausende in vielen Städten, oft ohne Abstand einzuhalten, auf der Straße waren. Gab es danach irgendwo einen Hotspot? Wenn sich so viele Menschen an vielen Orten zu verschiedenen Themen über viele Wochen hinweg immer wieder versammeln können, ohne gesundheitliche Auswirkungen negativer Art, veranschaulicht das sehr deutlich, dass von räumlicher Nähe zu anderen Menschen keine Gefahr für die Gesundheit ausgehen kann. Wenn die Statistik zeigt, dass die Gefahr, sich mit Covid-19 zu infizieren, inzwischen geringer ist, als von einem Zug überrollt zu werden, dann müssten wir wohl eher die Deutsche Bahn anhalten, als beim Fahren in der Deutschen Bahn und beim Einkaufen in Geschäften Masken zu tragen. Wir haben also sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praktische Erfahrungen, dass hier keine Gefahr in einem Ausmaß besteht, das drastische Einschränkungen erforderlich machen würde. Und trotzdem laufen viele Menschen mit großer Angst durch die Gegend, weil Angst gemacht wurde. Todesangst ist etwas sehr Schwieriges und sie kann bewirken, dass Menschen nicht mehr klar denken können und Zahlen und Statistiken nicht mehr wahrnehmen. Die Angst sitzt jetzt tief. Jetzt müsste dringend von offizieller Seite, von der Regierung und von den Medien richtig gestellt werden, dass diese Gefahr, von der zu Anfang gesprochen wurde, nicht oder nicht mehr besteht. Nun hat tatsächlich die FDP in ihrer Drucksache 19-20042 vom 16.06. zu finden auf der Website bundestag.de in einem Gesetzentwurf Folgendes gesagt. Ich zitiere: Nach § 5 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz hebt der Bundestag die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Dies ist inzwischen der Fall. Zitat Ende. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Die Voraussetzungen für die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite liegen nicht mehr vor. Das heißt, die Epidemie von nationaler Tragweite oder die Pandemie ist zu Ende. Es hört sich jedenfalls so an. Das sind ja gute Nachrichten. Die Pandemie ist zu Ende. Alle Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 sind nicht mehr nötig. Wir kehren zurück zu unserem Leben. Schlagzeilen in allen Zeitungen, in allen Nachrichtensendern. Wir haben es geschafft. Wir können wieder normal leben. Wir haben wieder alle Freiheiten zu leben, zu arbeiten, uns zu treffen.
treffen, Yoga zu machen, Kulturkonzerte, tanzen gehen, Menschen berühren, die Oma den Opa treffen, gebären ohne Maske. Ich habe diese Schlagzeilen, dass die Pandemie zu Ende ist, noch nicht gelesen in den Nachrichten. Ich hoffe, sie kommen demnächst. Denn laut dieser Aussage ist die Regierung ja jetzt verpflichtet, die Feststellung der Pandemie aufzuheben. Zunächst hat die FDP in diesem genannten Gesetzesentwurf aber noch mehr gesagt. Und ich frage mich jetzt, was damit gemeint ist. Ich zitiere. Die Bundesregierung hat die ihr in § 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz eingeräumten Anordnungs- und Verordnungsermächtigungen seit der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite jedoch umfangreich genutzt. Fast alle erlassenen Rechtsverordnungen treten mit Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite außer Kraft. Hierzu zählen auch weiter erforderliche Regelungen, etwa zur Unterstützung von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Um ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren durchzuführen, muss eine Übergangsregelung geschaffen werden, mit der die aufgrund der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite erlassenen Rechtsverordnungen und Anordnungen bis zum 30. September 2020 in Kraft bleiben. Zitat Ende. Ich frage mich, welche Regelungen hier gemeint sind, die noch weiter bestehen bleiben sollen müssen bei der Unterstützung von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Ich zitiere erstmal weiter. Der Deutsche Bundestag könnte darauf verzichten, die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufzuheben. Das Parlament ist jedoch verpflichtet, die Feststellung aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Wird die Aufhebung beschlossen, treten die erlassenen Anordnungen und Verordnungen außer Kraft. Da diese weiterhin erforderlich sind, ist dies keine Alternative. Also es soll nicht aufgehoben werden, weil irgendwelche Verordnungen noch benötigt werden. So verstehe ich das. Und im gleichen Text der FDP wird weiter unten eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgeschlagen, die nach der Feststellung des Endes der Pandemie bis 31. März 2022 gelten soll. Schande! Steht im Text bitte nachlesen auf bundestag.de, Papier 19 irgendwas, der FDP vom 16.06. Bitte gerne mal den ganzen Text selber nachlesen. Also, die Epidemie ist zu Ende und die Verordnungen, die zum Schutz davor erlassen wurden, sollen weiter bestehen. Wofür sind sie denn noch erforderlich? Und um welche Verordnungen genau geht es? Was wird denn jetzt noch gebraucht? Was gebraucht würde, wären... Was gebraucht würde, wären Entscheidungen, Entschädigungen und Erstattungen für alle diejenigen, die finanzielle Ausfälle hatten, in vielen Fällen existenzbedrohliche. Um Insolvenzen aufzuhalten, da wo es noch nicht zu spät ist. In vielen Fällen ist es zu spät. Und dort, wo medizinischer Schaden entstanden ist, bei all denen, deren OPs und Behandlungen verschoben wurden, da wird der Schaden kaum mehr zu beheben sein. Bezüglich des durch die Maßnahmen entstandenen medizinischen Schadens ist die Regierung immer noch eine Antwort schuldig auf das sogenannte Corona-Papier von Anfang Mai. Damals gab ein Mitarbeiter, ein Oberregierungsrat des Bundesinnenministeriums der Abteilung Krisenmanagement bei 9 hochrangigen Ärzten und Wissenschaftlerinnen eine Studie in Auftrag. Aufgrund des Ergebnisses dieser Studie wendete er sich am 7. Mai mit den folgenden Worten an seine Behörde, ich lese jetzt in Auszügen, die Gefährlichkeit von Covid-19 wurde überschätzt. Wir haben es aller Voraussicht nach mit einem über längere Zeit unerkannt gebliebenen globalen Fehlalarm zu tun. Der völlig zweckfreie Kollateralschaden der Corona-Krise ist zwischenzeitlich gigantisch. Dies kann nicht mehr verhindert, sondern nur noch begrenzt werden. Es ist Gefahr im Verzug. Durch vermeintliche Schutzmaßnahmen entstehen im Moment jeden Tag weitere schwere Schäden, materielle und gesundheitliche, bis hin zu einer großen Zahl von vermeidbaren Todesfällen. Die Verhältnismäßigkeit von Eingriffen in die Rechte von Bürgern ist derzeit nicht gegeben, da staatlicherseits keine angemessene Abwägung mit den Folgen durchgeführt wurde.
Es ist unverzüglich, eine angemessene Gefahrenanalyse und Bewertung durchzuführen. Andererseits könnte der Staat für entstandene Schäden haftbar sein. Das war Anfang Mai. Anschließend, am 20. Mai, wurde noch eine Liste von 250 internationalen Ärzten, Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen veröffentlicht, die alle zu den gleichen, vergleichbaren Schlüssen gekommen waren und die anhaltenden Maßnahmen massiv kritisierten. Inzwischen ist es immerhin bei der FDP angekommen, dass die Epidemie zu Ende ist. Sie ist zu Ende und die Verordnungen sollen weiter bestehen. Warum? Wir haben jetzt eine App, die wir nicht brauchen, da die Pandemie zu Ende ist. Norwegen hat die App übrigens gleich wieder abgeschafft, da sie die Privatsphäre verletze. Wir haben Masken, die wir nicht brauchen, die der eigenen Gesundheit schaden, zumal bei längerem unsachgemäßen Tragen und sachgemäßes Wechseln alle 20 Minuten oder öfter, wenn sie feucht werden. Und Händewaschen ist in der Realität ja nicht durchführbar. Deshalb gehören medizinische Masken in den OP und auf Stationen, zum Beispiel mit hoher Infektionsgefahr, wo diejenigen, die sie tragen, damit sachgerecht umgehen und sie nach Gebrauch auch nicht in die Tasche knüllen und wiederverwenden, sondern sie entsprechend entsorgen. Wir im Alltag brauchen definitiv keine Masken, da die Pandemie zu Ende ist. Wir brauchen auch keine staatlich verordnete Abstandsregelung, die uns in unserer Lebensgestaltung behindert. Was von den Verordnungen sollten wir denn noch brauchen? Da die Pandemie zu Ende ist, können die Abstandsregel und die Maskenpflicht nicht mehr dem Schutz der Gesundheit vor einem bestimmten Virus zugeordnet werden. Wofür sollen sie denn dann sein? Da die Pandemie zu Ende ist, dürfen unser Leben und unsere Dienstleistungen nicht weiter durch irgendwelche Verordnungen behindert werden. Jegliche weitere Zerstörung von Kultur durch Veranstaltungsverbote oder Einschränkungen, die ein wirtschaftlich sinnvolles Arbeiten unmöglich machen, bis in ferne Zukunft, März 2022 hinein, hat keine Grundlage. Jegliche Zerstörung von Existenzen, jede weitere Einschränkung unserer Freiheit und unseres Rechts auf Selbstbestimmung haben keine Grundlage, da die Pandemie zu Ende ist. Sie dürfen auch keine neue Grundlage bekommen durch irgendwelche dahingehenden Gesetzesänderungen. Für unsere Gesundheit sind wir selbst verantwortlich. Wir entscheiden selber, wem wir körperlich nahe kommen möchten und welche medizinischen Behandlungen wir in Anspruch nehmen möchten. Ich erinnere daran, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben, dass zu unseren Grundrechten auch die körperliche Unversehrtheit gehört. Dies schließt eine Impfpflicht komplett aus. Eine direkte Impfpflicht oder eine indirekte, weil wir ohne den Nachweis von sogenannter Immunität vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen würden. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das bedeutet Arbeit für uns. Wählen alleine reicht manchmal nicht aus. Wenn die gewählten Vertreter und Vertreterinnen unserer Interessen auf Abwege geraten, aus welchem Grund auch immer, sind wir aufgerufen, unsere Wünsche kundzutun. Sie sind aufgerufen, diese zu hören. Das ist Demokratie. Und unsere Unterstützung ist das Grundgesetz. Ich bitte Sie daher darum, schreiben Sie an die Bundes- und Landesregierungen. Schreiben Sie an die Ministerpräsidenten, mailen Sie ihnen täglich. Wenn keine Antwort kommt, schicken Sie dieselbe Mail immer wieder jeden Tag. Richten Sie Ihre Wünsche und Ihre Sicht der Dinge direkt an diejenigen, die unsere Interessen vertreten sollen. Dafür sind Sie in Ihrer Position. Schreiben Sie, mailen Sie oft, ausdauernd, regelmäßig, immer wieder. Bitten Sie Ihre Freunde und Freundinnen, dasselbe zu tun. Finden Sie Wege, ohne das Maskentragen auszukommen. Kaufen Sie woanders ein. Lassen Sie liefern, von regionalen Anbietern natürlich, von kleinen Läden, von eigenständigen Dienstleistern. Wir müssen diese unterstützen und ihre Existenz erhalten. Nutzen Sie die Macht,
die wir als Konsumenten und Konsumentinnen haben. Bitten Sie die Läden und die Dienstleisterinnen, uns zu unterstützen. Reichen Sie Klagen ein, wenn Sie an einer Stelle direkt betroffen sind. Selbst wenn Sie eine Klage verlieren, haben viele Klagen eine Wirkung und die Politik muss einlenken. Das war schon bei anderen Themen so, die zwar nicht juristisch gewonnen wurden, aber dann hinterher politisch. Jedenfalls wissen Sie, dass die Pandemie zu Ende ist und die Verordnungen nicht mehr zum Schutz davor benötigt werden. Fragen Sie in Ihren Briefen und Mails, wozu irgendwelche Verordnungen weiterhin bestehen sollen und auf welcher Grundlage. Bestehen Sie darauf, dass sie aufgehoben werden, vollständig. Dies wurde uns am Anfang des Lockdowns versprochen. Die Einschränkungen seien nur vorübergehend. Bestehen Sie jetzt darauf, dass das gesellschaftliche Leben vollständig wieder aufgenommen werden kann, dass Sie Ihre Angehörigen wieder besuchen können, ohne Glasscheibe, auch wenn diese in Heimen leben. Sie sind schließlich weder im Zoo noch im Gefängnis. Und bitte achten Sie aktiv und bewusst darauf, dass das eventuelle Sich-Gewöhnen an Abstand und Masken unbedingt verhindert wird. Auch bei den Kindern, gerade bei den Kindern, die sich ja noch entwickeln, deren Gehirne sich ja noch entwickeln. Wir müssen an dieser Stelle sehr aufpassen, dass wir hier keinen Paradigmenwechsel zulassen, der es einer in keinster Weise realen, sondern nur vage potenziellen Gefahr gestatten würde, unser Leben anzuhalten und unseren Lebensunterhalt. Machen Sie in dieser intensiven Zeit die aktive und effektive Arbeit zur Wiedergewinnung unserer vollständigen Freiheit im Sinn des Grundgesetzes und die Wiederherstellung unserer Grundrechte und Menschenwürde zu Ihrer persönlichen Aufgabe, der Sie jeden Tag bewusst einen Teil Ihrer Zeit widmen. Vielen Dank. Ein herzliches guten Tag, Leipzig! Nach all dem Gesagten möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich seit Anfang März in diesem Land immer noch unter Berufsverbot stehe. Es gibt auch keine Aussicht auf Änderung. Trotz dessen, dass wir eben gehört haben, dass die Pandemie vorbei ist. Nein, sie ist noch nicht vorbei. Sie ist eine Epidemie. Sie ist im Kopf. Wir müssen sie aus unserem Kopf herausbekommen. Ich habe euch nochmal meine abgelaufene Theaterwerbung mitgebracht. Hier ist eine Kiste. Wer uns unterstützen möchte und uns vielleicht vor dem Bankrott retten, wer zum Beispiel alternative Bühnen kennt, die irgendwann mal wieder arbeiten und sich getrauen, mich reden zu lassen, der kann sich da eine Werbung mitnehmen. Aber nun zu meinem Text. Ursprünglich hatte ich heute vor, einmal über Souveränität zu sprechen. Was sie ist und wozu sie gut ist. Und wie wir sie zuallererst für uns selber erlangen. Und ich hatte weiter vor, auch über Demokratie zu reden und warum diese zum Beispiel mit Parteien im Eigentlichen gar nichts zu tun hat. Jawohl, richtig. Angesichts der hohen Geschwindigkeit allerdings von Ereignissen in der Gegenwart stelle ich diese Themen jedoch zurück und möchte stattdessen interessante Informationen weitergeben. Das Grundproblem hierarchischer Gesellschaften besteht ja immer darin, dass besonders intelligente Theoretiker sich als geistige Elite verstehen, sich über das immer gleiche Machtsystem selber inszenieren und über eine Mehrheit von Praktikern herrschen.
Ein gesundes gesellschaftliches Miteinander ist aber erst möglich, wenn Theorie der Praxis wirklich dient. Wer demnach als Praktiker souverän werden möchte, muss selber denken können. Da wir in extrem verrückten Zeiten leben, können dementsprechend aktuelle Informationen auch nur verrückt ausfallen. Wir sind daher gezwungen, unsere Vorstellungen von der Welt ebenfalls stark zu verrücken, um neue Erlebnisse, neue Fakten verarbeiten zu können. Wenn wir tatsächlich verstehen, dann werden wir unser Verständnis, unseren Widerspruch, unsere Liebe, Heiterkeit, Wut und Lachen oder unsere Tränen nicht mehr verstecken. Das ist der Beginn unserer menschlichen Freiheit, die weit über jene nur vage persönliche hinausweist, welche uns gegenwärtig noch in einer Illusion hält, wie die Persona. Lateinisch heißt das Maske. Woher bekommen wir wirklich relevante politische Nachrichten? Mit Corona-Panik werden wir in Schach gehalten, auf einem Spielfeld mit speziellen Schwarz-Weiß-Flächen, als austauschbare hölzerne Spielfiguren. Deshalb freut sich der Chef der Deutschen Telekom AG vor der Kamera als Kamerad der Politschausteller über die Veröffentlichung der Corona-Warn-App der Bundesregierung. In deren Medien wird gleichzeitig die Befürchtung geäußert, Wirte und Ladenbesitzer könnten die neue Corona-App womöglich zur Pflicht machen, gegen den Willen der Bundesregierung. International gibt es keine Banken mehr, die Kredite an Staaten bzw. Regierungen vergeben. Deshalb wird gegenwärtig Geld in unvorstellbaren Größenordnungen einfach gedruckt und in Umlauf gebracht. Zum Thema Kindesmissbrauch, der uns in Zukunft noch mehr beschäftigen wird. Ermittler stießen nicht nur in Deutschland auf Tatsachen, Zitat, an der Grenze des menschlich Erträglichen. Original Play nennt sich ein Konzept, demzufolge wildfremde Männer gegen eine Gebühr und nach Schnellschulung in deutsche Kitas gehen dürfen, um mit Kindern zu spielen. Die Eltern werden nicht benachrichtigt. Original Play öffnet dem Missbrauch Tür und Tor, so Bayerns Familienministerin Schreier. Der Deutschlandfunk berichtet über pädophile Netzwerke auch in Behörden. Wer sich damit auskennt, weiß, Kindesmissbrauch ist bewährtes Erpressungsmittel. Und nun kein verspäteter Aprilscherz. Zutrittsbegrenzungen im Einzelhandel sind eigentlich inzwischen richterlich aufgehoben, weil ein denkender und konsequenter Mitmensch mit Erfolg dagegen geklagt hat. Wer hat davon gehört? Zu den Antirassismus-Krawallen ein delikates Detail. Es gab ganze 4 fast identische Fotos in den öffentlichen Medien von jeweils einem Polizisten, der neben einem Polizeiauto sein Knie auf dem Hals einer liegenden dunkelhäutigen Person hat. Am 25. Mai für Minneapolis, am 28. Mai für Paris, am 30. Mai für Madrid, am 1. Juni für Rotterdam.
Die Obama Foundation twitterte ein George Floyd Demo Poster bereits 8 Tage, bevor es das Ereignis gab. Jedes Jahr sterben etwa 9 Millionen Menschen an Hunger. Wen interessiert's? Wie viele sterben in Realiter an Covid-19? Keine Ahnung. Die Industrieproduktion Deutschlands ist um 21% gesunken. Im Jahre 1929 sank sie vor dem sogenannten Schwarzen Freitag um 10%. In Klammern eine Hypothese dazu von mir. Bei uns kommt eine Vermögensabgabe. In den USA, wenn alles gut geht, der neue goldgedeckte Dollar. Der Deutsche Lehrerverband fordert für den Normalbetrieb der Schulen neue Hygieneregeln. Wenn wieder alle Schüler in einem Raum sitzen, sei natürlich eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts sinnvoll. So Verbandschef Hans-Peter Meidinger. Auch diese Namen sollten wir uns merken. Mainz. Ab 10. Juni dürfen Bordelle in Rheinland-Pfalz unter Auflagen wieder öffnen. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, gilt die Maskenpflicht. Sofern die Art der Arbeit das zulässt. Neue Meldepflicht bei Hass und Hetze hat 150.000 Fälle mehr zur Folge. Da Gerichte als Firmen arbeiten, müssen sie logischerweise Umsatz machen. Ein Vorschlag nebenbei. Nach gendergerechtem neuen Sprachgebrauch müsste die Frau Kramp-Karrenbauer eigentlich Kramp-Karrenbäuerin heißen. Krampe und Karre waren auch früher schon weiblich. In Düsseldorf werden weiße Kreise mit einem Durchmesser von 3 Metern mit Maschinen auf Plätzen und Wiesen aufgebracht, damit die Bürger im Sommer in kleinen Gruppen voneinander den vorgegebenen Abstand einhalten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt die Bibel. Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst, befiehlt Corona. Wie schon erwähnt, gibt es einen neuen, Zitat, Gesetzentwurf zur Weitergeltung von Rechtsverordnungen und Anordnungen aus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite angesichts der Covid-19-Pandemie mit dem fantastischen Namen Covid-19-Rechtsverordnungs-Weitergeltungsgesetz. Wunderbares Beamtendeutsch. Dazu Bundestag live. Epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden. Bevölkerung weiter schützen. Ausrufezeichen. Letzte Meldung. Gerade wurde der Deutsche Fernsehpreis vergeben für exzellente Berichterstattung der Staatsmedien zu Corona. Herzlichen Glückwunsch! Ja, jetzt ist mir eine ganz besondere Ehre, die Raffaela Heine hier ans Mikrofon zu bitten.
Sie hat eine homöopathische Praxis und ist Mitglied des Elternstammtisches für Impffragen. Also wenn ihr da Fragen habt, ich glaube, ihr könnt die dann nochmal ansprechen. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, denn Sie sind alle Gehirnbenutzer anstatt nur Gehirnbesitzer. So begrüßte mich einst auf einer medizinischen Fortbildung in Grassau ein Doktor der Medizin für Immunologie. Das ist ein Arzt, der sich mit dem Immunsystem auskennt. Und danke für Ihr Kommen, denn das ist für mich unheimlich hilfreich, dass ich nicht die einzige Verschwörungstheoretikerin bin. Ich habe keine Angst. Keine Angst, vor so vielen Leuten zu sprechen. Keine Angst vor einer chinesischen Mikrobe. Denn es ist mein alltäglicher Job. Ich arbeite seit 24 Jahren im Gesundheitswesen. Und ich liebe es. Trotz, dass ich jeden Tag mit kranken Menschen zu tun habe, auch mit infektiösen Menschen, bin ich gesund. Ich habe keine Angst, krank zu werden. Wie schaffe ich das? Zum einen mit Wissen. Wenn ich ein mulmiges Gefühl im Bauch habe, dann sammle ich alle Fakten, die ich kriegen kann. Und schon ist das Gefühl nur noch halb so mulmig. Denn Ungewissheit macht uns Menschen Angst. Jeder von Ihnen kann sich informieren über Sinn und Unsinn zu Mund-Nasen-Masken, zu Maßnahmen und Therapiemöglichkeiten bei viral verursachten Erkältungskrankheiten und vieles mehr. Mir ist zu Ohren gekommen, der Retter-Impfstoff naht. Ein mRNA-Impfstoff, eine ganz neue Technologie. Und mir fällt auf, was Positives übrigens, endlich befassen sich Mitmenschen mit dem Thema Impfen. Meine Mitmenschen stellen fest, wer hier welche Interessen vertreten. Meine Mitmenschen stellen fest und stellen Fragen, wie zum Beispiel, wer haftet eigentlich, wenn mit dem Impfstoff und mir was passiert oder durch den Impfstoff mir was passiert? Ist es der Arzt? Fehlanzeige. Ist es der Hersteller? Nein. Fehlanzeige. Meine Menschen informieren sich und stellen fest, es ist besser, nur nicht auf eine Meinung zu hören, sondern ich nehme mir natürlich viele Meinungen zugute, denn es geht hier um meine Gesundheit. Auch nach meiner Meinung eine positive Entwicklung. Menschen befassen sich wieder mit Hygiene. Und damit meine ich nicht den Missbrauch von Desinfektionsmitteln. Denn die Hygiene ist meiner Meinung nach die einzige Verhütung von Krankheiten. Und selbst mitdenkende Ärzte fordern in Entwicklungsländern Zugang zu freiem Trinkwasser, Nahrung und feste Unterkünfte zum Schutz vor Ungeziefer. Ich habe keine Angst, krank zu werden, weil ich eine gesunde Lebensweise führe. Dazu gehört eine ökologisch gesunde, abwechslungsreiche Ernährung, Bewegung an frischer Luft. Und glauben Sie mir, frische Luft hat noch nie jemand krank gemacht. Und ich gönne mir auch Ruhephasen, trotz drei Kinder. Dazu habe ich Entspannung gelernt. Ich habe mir eine mentale Fitness zugelegt.
Denn Angst und Panik sind keine guten Therapeuten. Mit Entspannung stärke ich mein Selbstbewusstsein. Selbstbewusst. Sind wir unser Selbst bewusst, dann werden wir automatisch fokussiert auf Informationen, die uns stärken und auf Informationen von außen, die uns schwächen. Das führt zu innerer Stärke. In unserem Selbst ist eine ganz natürliche Intelligenz, die das Leben versteht. Deswegen hört auf euer Bauchgefühl. Was mich außerdem gesund hält, ist mein soziales Umfeld. Ich liebe und pflege das Familienband. Ich pflege persönliche Kontakte, nicht die virtuellen. Die dienen mir nur zur Information. Ich bin hilfreich und bereite Freude. Denn die Freude kehrt in mein eigenes Herz zurück. Das wusste schon damals Johann Wolfgang von Goethe 1749. Außerdem ein weiterer Faktor, dass ich gesund bin, ist das Thema Ehrlichkeit. Ich bin ehrlich zu mir selber und zu meinen Mitmenschen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Ganz wichtig. Wir sind nun mal Menschen und Menschen machen Fehler. Ich arbeite nicht über meine Kompetenzen. Erst vor 2 Tagen wurde ein Kind aus unserem Impfstammtischgruppe, aus der Kita, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, weil kein korrekter Impfeintrag vorhanden war. Also nur eine Formsache. Ich zeige Mitgefühl für Menschen, die bis heute in Angst sind, und bete für sie. Ich bete für Sie, dass Sie wieder Vertrauen bekommen. Wie ich, auch eine Basis meiner Gesundheit. Ich habe Vertrauen in die Fähigkeit meines Körpers, dass dieser komplex auf äußere Einflüsse reagieren kann, sowohl auf stofflicher Basis und feinstofflicher Basis. Ich habe in mir 100 Billionen Zellen, die in einer Lichtgeschwindigkeit arbeiten. Meinen Zellen gelingt es, sämtliche Stoffwechselprozesse äußerst komplex aufeinander abzustimmen. Und sie sind von Natur aus auf Wachstum und Gesundheit programmiert. Die Natur braucht den Menschen nicht, aber der Mensch braucht die Natur. Helfen wir mit, menschliche Fehler wieder gut zu machen und neue menschliche Fehler zu vermeiden. Für unsere Gesundheit, Raffaela Heine, demütig und dankbar. Mein Name ist Angelika. Ich möchte heute zu euch darüber sprechen, warum immer noch demonstrieren. Gestern erst wurde mir diese Frage wieder gestellt. Warum gehst du denn immer noch demonstrieren, wo doch inzwischen alles wieder geöffnet ist und es immer mehr Lockerungen gibt? Darauf kann ich nur erwidern. Es gibt für mich nach wie vor keinen Grund, nicht mehr demonstrieren zu gehen. Diese neue Normalität nicht akzeptieren kann. Testen, was das Zeug hält, ergibt genügend Positivergebnisse, auch wenn die Fehlerquote hoch ist. So kann die Epidemie von nationaler Tragweite ewig am Leben gehalten werden, auch wenn es kaum noch Infizierte gibt. Außerdem sieht das Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 3. Juni vor, dass, Zitat, die Corona-Pandemie endet
wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Durch die Förderung der Initiative CEPI und der deutschen Impfstoffentwicklung wollen wir erreichen, dass ein wirksamer und sicherer Impfstoff zeitnah auch in Deutschland schnell produziert werden kann. Zitat Ende. Die Maulkorbpflicht erinnert uns täglich daran, dass die Regierung das Verschwinden der Pandemie bestimmt, nicht etwa das Verschwinden der gesundheitlichen Gefahr. Übrigens ist die Initiative CEPI eng vernetzt mit der Bill and Melinda Gates Stiftung. Unsere Kinder haben immer noch keinen normalen Schulalltag, obwohl sie wissenschaftlich nachgewiesen vom Virusgeschehen kaum betroffen waren und sind. Es wird heftig diskutiert, ob man überhaupt den Regelschulbetrieb nach den Sommerferien wieder aufnimmt. Täglich muss natürlich der Maulkorb auf den Wegen in Schulgebäuden getragen werden. Nach wie vor die Empfehlung zum Social Distancing, die Verpflichtung, Abstand zu halten. Das ist doch unmenschlich! Damit verstören wir unsere Kinder nachhaltig und verhindern ein menschliches Miteinander. Lasst uns das endlich beenden. Lasst uns weiter demonstrieren für unsere Freiheit. Was nützt mir denn eine vermeintliche Gesundheit, wenn mein Geist gefangen genommen wird? Die soziale Isolation in Alters- und Pflegeheimen ist ebenso unmenschlich, aber wird immer weiter praktiziert. Mir tut das unwürdige Dasein der alten Menschen einfach in der Seele weh. Ich kann das nicht akzeptieren. Eine Riesenwelle der Arbeitslosigkeit rollt nun auf uns zu. Ein Sterben der Restaurants, vieler kleiner Geschäfte und der Kulturszene auf Raten. Das hätte verhindert werden können, liebe Politiker. Aber ihr werft mit teuren Rettungsschirmen um euch und erhöht ganz selbstverständlich eure Diäten ohne ein Wort der Selbstkritik. Stattdessen wird nun fleißig für die neue Corona-Tracing-App geworben. Gesamtkosten voraussichtlich 68 Millionen Euro, die in meinen Augen überhaupt keinen Mehrwert an Sicherheit bringt, die vor allem einen weiteren großen Schritt in Richtung Überwachungsstaat bedeutet. Ein entschiedenes Nein dazu, dass unter dem Deckmantel der Virusbekämpfung womöglich die Freiheit der Bürger geopfert wird. In den ersten Tagen haben über 10 Millionen Deutsche die App heruntergeladen. Der deutsche Staat wird sich übrigens mit 300 Millionen Euro und damit mit 23% Anteilen an der Impfstoffentwicklung der Tübinger Firma CureVac beteiligen, die ganz zufällig mit der Bill and Melinda Gates Stiftung zusammenarbeitet. Da das Gesetz zur mindestens fünfjährigen Prüfung von Impfstoffen erfolgreich auf 18 Monate heruntergesetzt wurde, gibt es wahrscheinlich bald einen Impfstoff, den wir im Angesicht kaum noch vorhandener Corona-Infizierter überhaupt nicht brauchen. Er macht vor allem die Pharmaindustrie reich und kostet den Steuerzahler immens viel Geld. Über die möglichen Impfschäden wage ich gar nicht nachzudenken. Was mich aber richtig wütend und traurig macht, ist die Spaltung, die gerade in unserer Gesellschaft stattfindet. Es gibt die richtige Meinung und die falsche, vertreten von Gesundheitsaposteln oder Freiheitskämpfern. Es gibt die guten Demonstrationen und die bösen, die totgeschwiegen werden, über die nirgends berichtet wird.
außer diffamierend. Wie kommt es, dass die Menschen, die für die Freiheit demonstrieren gehen, in einer so fundamental unterschiedlichen Realität leben? In einer Demokratie sollten doch verschiedene Meinungen existieren dürfen. Aber inzwischen haben so viele Menschen Angst, sich offen zu äußern, dass sie Angst um ihre Existenz haben. Das wichtigste Instrument der Machtausübung ist nun mal die systematische Erzeugung von Angst. Am 16. Mai 2020 würdigte unsere Bundeskanzlerin die Bedeutung der Pressefreiheit für die Demokratie. Zitat: Wir wissen auch heute aus autoritären Regimen, dass, wenn sie an die Macht kommen, zuallererst die Pressefreiheit unterdrückt wird und der freie Journalismus nicht mehr stattfinden kann. Man kann sagen, immer noch Zitat, man kann sagen, wie es um die Pressefreiheit steht. Das zeigt und ist ein Gradmesser, wie es um unsere Demokratie insgesamt steht. Deshalb müssen wir alle einstehen für einen freien Journalismus und eine freie Arbeit der Journalistinnen und Journalisten. Freiheit bedeutet, die Meinungen und Überzeugungen anderer wahrzunehmen und wertzuschätzen. Zitat Ende. Wohl wahr, doch wie sieht die Realität in Deutschland aus? Der Bürger hat in der Mainstream-Presse kaum die Möglichkeit, andere Meinungen und Überzeugungen als die der herrschenden Politik kennenzulernen. Andere Meinungen, und seien sie die fundierter Wissenschaftler, werden, wenn überhaupt, nur kurz erwähnt und dadurch diskreditiert, dass diejenigen, die sie äußern, als Außenseiter, Rechtsextreme oder Verschwörungstheoretiker diffamiert werden. Eigentlich sollte der freie, mündige Bürger die innen- und außenpolitische Situation und das Handeln der Regierungsvertreter dadurch vernünftig beurteilen können, indem er durch die Presse umfassend und vielseitig informiert wird, wie in den Pressegesetzen vorgeschrieben. Er wird aber massiv manipuliert und in seinen Meinungen gelenkt, indem er einseitig und tendenziös im Sinne der Regierungsverlautbarungen informiert wird, unter Ausblendung vieler Wirklichkeitsaspekte der Regierenden. Auf diese Weise ist der Bürger nicht länger souverän der Demokratie, von dem nach Artikel 20 Grundgesetz alle Staatsgewalt ausgeht, sondern die demokratischen Institutionen sind zur hohlen Kulisse verkommen und alle Staatsgewalt geht von den Herrschenden aus. Die Problematik der verschiedenen Realitätswahrnehmung zieht sich spaltend durch ganze Familien und Freundeskreise in haarsträubenden Diskussionen um richtig oder falsch. Ich möchte an dieser Stelle einmal ausdrücken, wie froh ich bin, hier andersdenkende Mitstreiter gefunden zu haben. Manche Freunde habe ich durch unterschiedliche Realitäten, die hochemotional ausgefochten worden sind, verloren. Dafür aber großartige neue Freunde gefunden. Auch dadurch habe ich den Mut gesammelt zu sagen, in einer solchen Welt möchte ich nicht leben, in der sich hinter der scheinbaren Demokratiefassade eine Parteienoligarchie eingerichtet hat, deren Ziel es ist, die Menschen zu überwachen und zu lenken in die Richtung, die sie beschlossen hat. Es wird Zeit für fundamentale Veränderungen in unserem Land. Lasst uns den Mut und die Kraft aufbringen, uns nicht länger so bevormunden zu lassen, sondern die Energie des Widerstands in dieser Krise für einen Wandel in unserer Gesellschaft zu nutzen, hin zu einer menschlicheren Welt, in der die Gesetze ausschließlich dem Wohle der Bürger dienen. Vielen Dank. Hi.
Hallo, ich bin Notko Böhm, in Leipzig geboren, in Leipzig aufgewachsen und beheimatet. Noch zu Zeiten der DDR habe ich voller Enthusiasmus in Halle Pharmazie studiert, anschließend in Leipzig ein dreijähriges Forschungsstudium absolviert und promoviert. In den 39 Berufsjahren als Apotheker musste ich erkennen, dass die heutige Medizin den Menschen als ein biochemisches Objekt betrachtet und nicht als einzigartiges Individuum in seiner Ganzheit von Körper und Seele. Die Ärzte sehen und hören kaum noch den Menschen. Sie behandeln nach Standards. Ein irgendwann festgelegter Laborwert wird als Maß für Krankheit und Gesundheit gewertet. Testergebnisse sind wie ein modernes Gottesurteil. Bei einem positiven Test ist der Patient gebrandmarkt, ohne dass der Test selbst auf Sinnhaftigkeit und Genauigkeit geprüft wird. Uns wird täglich nicht gemeldet, wer tatsächlich an Corona erkrankt ist, sondern wer positiv getestet wurde. Positiv getestete Personen müssen weder krank sein noch anstecken. Ich nenne die ständige Zahlenakrobatik einen dreisten Betrug. Bei allen chronischen Krankheiten versagt die Schulmedizin, denn sie unterdrückt nur Krankheitszeichen und heilt nicht die Ursachen. Die wahren Ursachen von Krankheiten sind häufig im seelischen Bereich zu finden. Der Volksmund kennt dieses Phänomen. Das hat ihr oder ihm das Herz gebrochen. Die Medizin nennt es die Broken Heart Disease. Das schlug ihm auf den Magen, Gastritis, oder das ging an die Nieren. Das konnte sie nicht verdauen und ich kann die Liste fortsetzen. Isolation, Ausgrenzung, Diskreditierung, Überforderung, ungelöste soziale Konflikte oder kindliche Traumata machen krank. Schwächen das Immunsystem und infolge dieser Schwächung können sehr viele Krankheiten bis hin zum Krebs entstehen. Am schlimmsten wirkt in dieser Reihe die Angst, denn sie ist ein ständiger Stress und stockt unseren Atem. Sie lässt uns erstarren wie die Maus vor der Schlange und die Atmung verflacht. Welches Gefühl hatten Menschen, deren Urteil ein positiver Covid-19-Test war, die als Schwerkranke in Isolationsstationen verbracht wurden, in denen Menschen wie in einer Raumstation herumliefen und Angehörige keinen Zutritt hatten. Warum wohl mussten diese Menschen beatmet werden? Wer Angst verbreitet, um Menschen zu manipulieren, ist ein Verbrecher. Matthias Richter hat in Facebook einen Bericht veröffentlicht über den Tod seines Vaters. Ich habe mit ihm vor 3 Tagen gesprochen und er hat zugestimmt, dass dieser Bericht hier öffentlich verlesen wird. Er schreibt: Letzte Woche ist mein Vater gestorben. Er hatte, als er noch nicht dement war und auch dann noch in lichten Momenten, immer wieder betont, dass ihm das keine Angst mache. Und wenn seine Zeit gekommen sei, dann wäre es auch in Ordnung so. Mein Vater war früher Pfarrer und zuletzt 86 Jahre alt und hat sein Leben gelebt. Ein guter und sanfter Mensch. Im Rollstuhl nach dem letzten Schlaganfall sitzend und aufopferungsvoll von meiner Mutter zu Hause gepflegt.
Da er immer wieder vergaß, dass er nicht mehr laufen konnte, musste man ihn auf seinem Rollstuhl anschnallen und für einen kurzen Moment war er das im April einmal nicht. Und es kam, wie es kommen musste. Er stand auf, stürzte hin und war danach ein wenig apathischer als sonst. Zu Recht meinten Hausarzt und Pflegedienst, es sei besser, wenn man ihn im Krankenhaus untersuchte, der Sicherheit wegen. Dort fand man dann aber keine deutlichen Verletzungsfolgen und keine Frakturen. Natürlich testete man zu seiner Sicherheit gleich mal auf Corona. Und siehe da, mein Vater war positiv. Hatte in der Folge trotz seines hohen Alters war keine, nicht mal minimale Symptome dieser gefürchteten Krankheit. Aber vorsichtshalber wurde er isoliert. Die Woche darauf ein erneuter Corona-Test. Diesmal negativ. Da machte man, um ganz sicher zu gehen, den nächsten Tag noch einen Test. Erneut negativ. Zu seinem Schutz wurde er jedoch weiterhin isoliert, worauf er zittriger wurde. Man wollte dann einen frischen Parkinson festgestellt haben und gab ihm selbstverständlich eine Arznei dagegen, auch wenn diese eine bestehende Demenz häufig genug verschlechtern kann. Mein Vater war in Anführungsstrichen gut aufgehoben, wird sich aber schon gefragt haben, wieso er niemanden mehr zu sehen bekommen hat, den er kennt. Stattdessen Leute wie in einem Raumschiff mit Vollschutz und ohne Gesicht. Natürlich baut ein dementer Mensch ohne Kontakte deutlich ab. So weit hatte man ihn auch, der Sicherheit wegen, gebracht. Und nun war man sich sicher, dass er in diesem Zustand natürlich nicht mehr nach Hause könne. Er ging dann zunächst in die Geriatrie des Krankenhauses, dann in ein Pflegeheim. Immer gut gesichert, denn was hätte denn alles passieren können, wenn einer seiner vier Kinder, drei Enkel oder sogar seine Frau ihm mal die Hand gehalten und ihn gestreichelt hätte? Nicht auszudenken, Corona droht überall. Vor der Verlegung in eben jenes Heim nochmal ein Test auf das tödliche Virus, der ja so zuverlässig ist, dass man ihn gleich mehrere Male durchführt. Und vier Tests mit insgesamt 556 Euro abzurechnen, ist die Sache auf jeden Fall auch wert, um es mal zynisch auszudrücken. Im Heim nach Vorschrift und ganz im Sinne der Gesundheit der Bewohner durfte mein Vater noch einmal für 2 Wochen in die Isolation. Danach ermöglichte man einen Besuch seiner Frau. Einmal die Woche durfte sie kommen. Er im Haus und sie draußen hinter der Scheibe. Eine Pflegerin wiederholt dann die gesprochenen Worte meiner Mutter, damit er die nötigen Informationen auch bekommt. Meine Mutter glaubte nach dem ersten Besuch nicht, dass er sie erkannt hätte. Wie auch. Telefonieren war mit ihm nicht einfacher, da er am Hörer kaum etwas verstand. Und nach der langen Isolationshaft auch schon einen großen Teil seiner Sprachfähigkeit verloren hatte. Vor gut 25 Jahren hatte mein Vater einen Traum. Im Traum war er in seiner Heimatstadt, suchte sein Haus und fand es auch. Drinnen waren aber nur fremde Leute, die weder ihn noch seinen Namen noch seine Frau kannten. Sie würden hier schon viele Jahre wohnen, sagten sie. Er suchte daraufhin seinen Hausarzt auf, immer noch im Traum, der jedoch, wie sich herausstellte, auch schon lange verstorben war und dessen Nachfolgerin forschte auf seine Bitte dann in alten Krankenakten. Nein, über ihn war schon lange kein Eintrag mehr zu finden. Seine Frau sei schon vor ewigen Zeiten verstorben und mit seinen Kindern gäbe es auch niemanden mehr. Verlassen, verloren und verstört wachte er dann auf. Damals erzählte er mir diesen Traum und fragte mich, ob ich ihn deuten könne, was ich natürlich nicht konnte. Heute deute ich seinen Traum nach. Mein Vater hat das Gefühl seines eigenen Todes vorausgeträumt, verlassen, verloren, verstört.
Insgesamt knappe 2 Monate abgetrennt von allen Menschen, die ihn lieben, hat er wohl nach dem ersten Besuch meiner Mutter hinter der Scheibe in irgendeinen Teil seiner Seele beschlossen zu gehen. Und tat es dann auch, noch vor dem nächsten Besuch. Was sonst blieb ihm auch anders übrig? Verstehen konnte er das alles nicht. Mein Vater ist immer aufgeblüht, wenn ihm ein vertrauter Mensch berührte und ihm nahe war. Diese körperliche Nähe war auch zwischen mir und meinem Vater unsere innigste Verbindung. Und dann konnte ich eine große Klarheit, Freude und Ruhe in ihm spüren. Sollen wir also unseren führenden Politikern und verantwortlichen Wissenschaftlern dankbar sein, dass sie sich so sehr um das Wohl der Menschen kümmern? Mein Vater ist beileibe kein Einzelfall. Und immer, wenn ich ähnliche Berichte anderer Angehöriger lese, entsteht in mir Ohnmacht, Trauer und Wut. Angesichts einer sogenannten Pandemie könnte man einwenden, sei das nun ebenso und alles andere wäre doch viel schlimmer. Und da fielen dann eben Späne beim Hobeln unvermeidbar. Wenigstens sei mein Vater doch geschützt vor grausamen Viren einen stillen Tod gestorben. Die Viren hatte er ja offenbar und es würde mich nicht wundern, wenn man ihn schlussendlich auch noch als Corona-Toten zählen würde. Mich hat dieser Brief erschüttert. In welche Humanität sind wir gekommen? Wie gehen wir denn noch miteinander um? Mein Appell an euch. Habt keine Angst vor euren Mitmenschen. Statt Abstand zu halten, sucht Nähe zu den Menschen in Wertschätzung, Wohltätigkeit und Liebe. Meidet Mundmasken als angstmachendes Zeichen einer beständigen Bedrohung. Seid wachsam gegen jede Beschränkung eurer Eigenverantwortung. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Deshalb informiert euch. Danke.